Würdet ihr sauer sein, wenn Roa zu einem EM-Finale gehen würde? Aber warum, wenn er die Tickets, wenn er diese Möglichkeit bekommt, sollte er die dann abschlagen, weil er nicht so krass fußballaffin ist? Oh, geiles Wort, Roa. Nein, das checken Fußballfans nicht. Die sind alle hängen geblieben. Also nicht alle, aber ich sag so, 80% der Fußballfans sind hängen geblieben. Dann kommen ja gar keine neuen Leute zu dem Sport, checkst du? Es macht einfach 0,0 Ja, Sinn. definitiv. Also ich verstehe deinen Gedankengang, aber im Fußball, die denken halt so, einer, der sich mehr mit Fußball beschäftigt, hätte es eher verdient als du. Weißt du, was ich meine? Also sagen die Fußballfans, man muss erstmal vorher komplett Fußball studieren, bevor man in ein Stadion geht. Oder mir musst du das ja nicht Nein, erklären. ich, Also, ich, ich, ich naja. überdenke mir nur die Logik der Menschen. Checkst Ach, ich habe Elytra nicht drinnen. Oh nein, bist du jetzt einfach runtergelaufen? Ja. Aber ich bin vor die Ding, ich bin vor die Ding gestorben. Oh. Ja, okay. Ich sag's euch, Digga, heute wird Po gesucht. Ja, ich sag auch, wer ist Einfach dabei? so alle halbe Stunde. Wo ist überhaupt Po? Wer hat Po getötet? Oh. Wer war das? Jemand hat es auf Stream gemacht. Wie kann man so ein Mensch sein? Wo ist Po? Rojo, ich bin da gerade dran! Ja, Bruder, du musst sie aber trotzdem hochmachen. Ehrlich? Ja. Warum? Und dann nimmst du die irgendwann wieder raus, weil das deckt sich, die Level. Dann, wenn du die rausnehmen willst, machst du die Hebel wieder runter. Aber Ja, ich will erst. die doch rausnehmen. Ja, aber Ach so. du musst ein bisschen warten. Aber das deckt sich nichts. Servus, was geht ab, Leute? Servus, Edis. Servus, Edis, der breiteste aus Servus, Edis. Im ganzen Land, der Servus, breiteste aus hallo. Ulm. Küsse euer Herz. Servus, Servus, Edis. hallo, Hi, servus, hi. Grüß Gott, guten Tag. Grüß Gott, grüß dich. Fährt ihr mein Bester? Na, wie geht's? Wisst ihr, auf was ich gerade so richtig krank Hunger habe? Ich hab auch Hunger, ja. Was würdest du sagen, schätz mal? Ich sag ein Cookies. Schnitzel. Mann, bitte, halt's mal. Nein, was für ein Schnitzel. Smashburger. Oh, der wird crazy, komm jetzt. Digga, wisst ihr, was mir mal passiert ist? Ich wurde angehalten, ne? Irgendwie, weil ich falsch abgebogen bin. Dann bin ich, haben die so gesagt, ich war halt wirklich auf Eile. Also ich hatte einen richtig heftigen Grund, meiner Meinung nach. Ich schwör's dir, ich fahr weiter. Dann bin ich bei der Ampel. Und warte, was habe ich gemacht? Ich habe irgendwie wieder nicht geblinkt und die sind mir wieder hinterhergefahren. Und Ja. die haben mich innerhalb 5 Minuten zweimal angehalten. Die sagen so, ich bin eigentlich bewusst, was das hier ist. Das könnte jetzt Fahrentzug werden und so. Ich so, alter Jungs, das ist doch nicht mit Absicht. Ich habe jetzt nicht geblinkt. Ich habe keinen umgebracht. Wie ein Schwanz halt ja und Amen gesagt. Und dann wieder Schicksal will, allgemeine Verkehrskontrolle. Am Abend wieder, welche zwei Schwänze halten mich an. Und die haben mich einfach schon mit begrüßt. So, den Herr Sommer, den kennen wir ja schon. Ja, was, wie, nur wegen Ding, nicht blinken oder was? Weil ich einmal abgebogen bin, wo ich nicht abbiegen hätte dürfen und wegen Blinken. Und dann habe ich einen Punkt bekommen. Wie viele Punkte hast du denn? Oh, weiß ich gar nicht. Also so viele schon. Nee, aber ich darf noch auf den Straßen sein. Außer du machst Auge, Edis. Nein, nein, bei sowas nicht. Sehr korrekt, dass du bei denen nicht. Bei Geht auch sowas nicht. nicht. Sehr schön, mein Bei Bruder, sowas vielen Dank. geht. Ja, okay, Bei ich hab sowas bei nicht, aber anderen bei anderen Sachen Dingen, auch. bei anderen Dingen ja. bist du wie Nein, eine Eins, wa? Nein, nein, nein. Robert, hast du eigentlich Führerschein? Nee, aber ich habe heute wieder, ich habe mich heute drum gekümmert. Ach, Ja, was was hast du soll denn ich gemacht? sagen, du wirst. Hast du Ich endlich sag, mal du wirst. angerufen? Bis Ende des Jahres keinen Führerschein haben. Wollen wir eine Wette machen? Ja, komm. Wenn Machst du du es am sieben Ende Tage machst, Ding? wenn du es am Ende des Tages machst, Bruder, ist das für mich kein Verlust, sondern ein Gewinn, weil ich einem Bruder helfen konnte. Also, über was willst du wetten? Der muss denjenigen für eine Woche ein Auto leasen, ausleihen, so Lambo oder so. Nein, Bruder, sogar selbst wenn ich dann meinen Führerschein habe, dann will ich doch nicht ein Lambo fahren. Checkst du? Dann lass doch vielleicht einer deiner Freunde fahren, mach denen eine Überraschung, eine Freude. Ich glaube, Kato, sein Arsch passt nicht in ein Lambo aus, das ist ein Urus. Ja. Ein Tag dann. Ein Tag. Mach ein YouTube-Video draus. Ja, Gold, okay. Digga. Können wir machen. Würdest du drücken, ehe das 10 Millionen Zwei, einmal drücken? drei, Ja, vier. safe. Ich drück zweimal. Wie drücken? Direkt. Ein Mensch Was für heißt 10 drücken? Millionen. Ach so, ein Menschen für 10 Millionen. Nein, Bruder. Oder auch Ich auch zu nicht. und unter einem Dach. Was würdest du machen, Rohr? Was würdest du machen? Sei ehrlich. Boah, Bruder, 10 Millionen ist halt schon geisteskrank. Janne, du würdest für 10 Millionen einen unschuldigen Menschen wahrscheinlich umbringen, X-Rohat. Hab ich das gerade gesagt?
X-Rohr. Das ist eine Frage, Frage, Frage. Ich sage, die Verlockung wäre auf jeden Fall sehr, sehr krass. Krass. Mhm, die Verlockung. Aber ich glaube, ich sag euch, ich glaube, wenn ich davor stehen würde und diesen Knopf drücken müsste, glaube ich, würde es nicht schaffen. Ach, Bruder, du hast schon andere Knöpfe gedrückt. Ja, Bruder, aber ein Menschen töten ist nochmal, das ist was Krasses, Willi. Also, das ist schon krass. Ja, natürlich ist das krass. Bruder. Ja, ne, versuchst du uns das beizubringen, Bruder? Ja, ja. Will, natürlich. Ja, aber Willi tut so, als wenn man das nicht ablehnen könnte. Ist falsch so? Ist das wirklich falsch? Wenn es falsch ist, banne ich dich, du kleine AD. Bei mir im Chat, die schreiben Autoklicker. Boah, das ist krass. Oha. Wie bei diese Ding TikTok. Kennst du diese Ding? Nee. Oh, nice, Danny. Nein, Danny. Oh nee, nicht Danny. Und band den auch gleich bei Rohrt und so mit, bitte. Oh nee, nicht Danny. Helft ihr mit Danny? Danny, bitte! So, meine Damen und Herren da draußen, wir haben einen vermissten Vorfall in der Stadt und es kann so nicht mehr weitergehen. Und zwar werden Tiere geschlachtet und sogar manche Tiere sexuell belästigt. Das kann so nicht mehr weitergehen. Gesucht wird Po der Panda. Ich habe eine kleine Rede vorbereitet für unseren Bruder Po. An der Stelle mein Beileid an Po. Wer weiß, ob er eines Tages wiederkommt. Ich möchte nur einmal sagen, dass ich mit diesem Vorfall wirklich nichts zu tun habe. An der Stelle, Eli, ich habe nichts mit diesem Vorfall zu tun. Aber ich habe eine kleine Rede für Po vorbereitet. Freunde und Familie, heute versammeln wir uns, um Abschied zu nehmen von einem besonderen Freund. Po dem Panda, der unsere Herzen berührte. Seine sanften Augen und seine liebevolle Seele haben uns die Schönheit der Einfachheit gezeigt. Po war mehr als ein Panda. Er war das Symbol der Liebe und Freude. Seine Spuren, Bambus, Wald, genau. Panda, Po wird vermisst. Und viele gehen davon aus, dass er gestorben ist. An der Stelle tut es mir sehr leid für Po. Ich hoffe, er ist wirklich in guten Händen und es geht ihm gut da draußen. Er wird vermisst. Und zwar zeigt Eli, eins deckt Netherite, wer Po findet. An der Stelle, meine lieben Freunde, free Po. Boah, du musst deinen Stoff wechseln, wirklich. Free Po an der Stelle, Mann. Free Po. Aber das war voll gut mit dieser Leiste da. Das hast du voll gut gemacht. Ja, ne? Mit meinem Greenscreen. So, Leute, ich nutze meine Reichweite, um einfach mal was klarzustellen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben einen Minecraft-Server. Und in diesem Minecraft-Server hatte Eli einen Panda namens Po. Und der ist weg. Po, wo bist du? Das Dorf ist schon durchgefickt, ne? Weißt du, was man eigentlich aus dem Dorf machen kann? So eine Industriefläche einfach nur. Weißt du, einfach nur für den Nutzen, wo man hingeht, einfach nur ein bisschen seinen Nutzen raus und dann wieder weggeht. So einfach so eine dreckige, graue Industriezone. So ist das für mich, Bruder. Was kostet so ein Döner bei euch, Mickey? 4,50. Ist der Verkäufer ein Inder? Oh, das ist ja super angenehm. Das ist super bezahlt, Willi, tatsächlich. Ayo, bitte machst du einen guten Preis, kriegst du gutes Fleisch. Sei mir ehrlich, hast du eine Stempelkarte? Ich, wenn es eine geben würde, die eine. Warum nicht? Kann sich auch mal mitnehmen. Ich hab den Fisch bestellt, der kommt an laut Amazon am 30. oder so zwischen dem 30. Januar und dem 1. Februar. Dann lass das einmal offen und einmal besprechen und vorbereiten. Wir wollten ja offen sowieso nochmal. Willst du mir sagen, du feuerst den weg, Danny? Ich feuer die Hälfte weg, ja. Und der Karl wird den wegfeuern. Also oder die Hälfte ist geisteskrank. Danny, ich sag dir offen und ehrlich, ich hab. Also. Egal, was du auf dem Klo angerichtet hast oder auf welchen Raststätten du schon unterwegs warst, ne? Aber dieser Fisch feuert dir alles weg. Ich sag auch, Digga, also ernst, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber der riecht wirklich schlimmer als Scheiße. Also das ist halt, es ist halt ja nicht mal so, das ist ja nicht mal so Spaß oder so, dass man übertreibt für Content oder so. Es ist halt wirklich, es riecht schlimmer nach, riecht schlimmer als Scheiße, finde ich. Die Frage ist, was für eine Scheiße? Ist das so ein leichter Scheißgeruch? Oder Mickey, ist das so wirklich so eine ganz eklige Durchfall-Session? Mickey, das kann man gar nicht in Worte fassen, genau. Weil das ein Geruch ist, wo du dir so denkst, also das hast du ja noch nicht gerochen. Sobald der erste Schlitz offen ist, kommt dir die Much entgegen. Ja, Ich werde halt einen harten So essen. Mhm. So einen harten So. Und den Rest packst du dir ein. Den Rest werde ich halt so essen, wie es die Schweden machen. So, also mit so einem Brot und so, weil es mir halt probieren, irgendwie lecker zu gestalten. Mit dem Brot, ein bisschen Butter, ein bisschen Tomaten, ein bisschen
bisschen Gurken. Also der Fisch an sich, der schmeckt nicht schlecht. Also der schmeckt halt salzig. So, ja. Na, der schmeckt schon aber, schlecht, Bruder. Ja, aber ich finde, es ist viel krasser, den in den Mund zu bekommen. Ja, ja. Also der schmeckt schon geistesgestört, aber so, wenn du das riechst, dann denkst du, okay, du frisst Scheiße gleich. Ja, ja, ja. Rohat? Ja, Edis. Ja, bitte. Brauchst du irgendwie Hilfe oder so für irgendwas? Hilfe? Hilfe? Eigentlich nicht, ja. Ich chill gerade so nebenbei. Die wollen jetzt Monopoly rein. Was da? Was ist das? Rohat! Was ist los? Hä? Rohat, bitte schnell! Rohat, schnell, komm rein, mein Bruder, was ist das? Bruder, hier ist er. Alles gegeben! Rohat, was ist das? Was ist das, Bruder? Da ist er. Komm mal schnell zu mir. Komm mal ganz schnell zu mir. Was ist denn? Komm ganz schnell zu mir, Rohat. Was ist los? Rohat, komm! Wo bist du? Wer bist du? Bei mir im Kamehaus. Kamehaus, da ist irgendwas. Bruder, was ist das? Rohat, ich bin vergiftet. Wie vergiftet? Rohat, ich bin vergiftet, hilf mir! Du bist tot dann! Nein, Bruder, hier ist irgend so ein Rhinoceros in Schwarz, Bruder! Was laberst du, Bruder, bist du? Ja, Bruder, hier ist so ein Monster, wo ist der hin? Bruder, das gibt es nicht in Minecraft. Hä, der ist weg? Hä? Ah, dann ist ich ihm, da ist er! Bitte komm doch mal schnell, ja? Warum? Was ist denn? Der frisst was! Bist du das? Nein! Bruder, ich bin bei mir! Ananasikim, was ist das? Bruder, was ist das? Bist du das? Nein! Was passiert hier? Ey, die schreiben, das ist Rohat. Bist du das? Was denn? Was bin ich? Bruder, hier ist irgend so ein... Keine Ahnung, was es ist, Bruder, ja? So ein Nilpferd oder so. Keine Ahnung. So mit roten Augen. Der ist auf mich zugelaufen, so ein Bro. So ein Drache? Ja, so ein Drachenkopf. Genau, so ein Drachenkopf. Ah, Bruder, das nimmst du mit, wenn du Geister hast bei dir. Wie? Wenn du mal am End warst, gibt es so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass du... Aber als wenn du das hast. Ender? W's are shot. Du kleiner Dreckswichser, du. Ich sehe deinen Stream, du kleiner Wichser, du. Du kleiner Wichser, du Stück Scheiße. Weißt du, was für Angst ich am Anfang hatte, Bruder, vor diesem Rhinoceros? Bruder, wie hast du diesen Rhinoceros-Skin bekommen? Bruder, das ist ein Geheimnis. Ah, ich sterbe, was muss ich machen? Ich chill gerade so nebenbei, die wollen jetzt Monopoly rein. Was da? Was ist das? Rohat! Was ist los? Rohat, bitte schnell! Rohat, schnell, komm rein, mein Bruder, was ist das? Was los? Bruder, hier ist er! Alles gegeben! Rohat, was ist das? Was ist das, Bruder? Da ist er! Komm mal schnell zu mir! Komm mal ganz schnell zu mir! Hey, was komm ganz schnell zu mir, Rohat! Rohat, komm!